Bist du dir sicher, dass das hält? Klar hält das! Gibt es eigentlich eine Klar-hält-das-Versicherung? Wenn es ein Spiel der Superlativen gibt in der Fußball-Oberliga Rheinland-Pfalzer Staffel Nord, dann ist es dieses hier. Die TuS Koblenz als beste Defensive der Liga und zeitweiliger Tabellenführer. Nur 3 Gegentore gab es aus 6 Spielen, empfängt die beste Offensive der Liga, der FV Engers, mit 17 Toren aus 5 Spielen derzeitiger Tabellendritter. Engers kann mit einem Sieg an der TuS vorbeiziehen. Die Schengel hingegen können die Tabellenführung vorerst zumindest untermauern und machen das nach 8 Minuten richtig gut. Recep korrigiert da seinen Fehler. 13. Spielminute, Engers mit den ersten Gelegenheiten. Der Abschluss aus der zweiten Reihe von Stiefenhofer kann Sentürk noch bereinigen. Nur eine Minute später. Splettstößer mit der weiten Hereingabe und Thilo Krämer mit dem Kopfball knapp am Tor vorbei. Die erste Chance der TuS dann nach 19 Minuten. Mand mit einem Eckball und der ist brutal gut getreten, denn Esmel ist zur Stelle. 19. Spielminute und Dylan Esmel, Superstar mit seinem 4. Saisontreffer und einem traumhaften Kopfball ins Netz. Bereits der 7. Scorer für Esmel, 4 Tore, 3 Vorlagen und dieses Tor, das ist genauso schön, wie es wichtig war, die 1:0 Führung für die TuS Koblenz. Und Engers, was ist die Antwort? Ja, zunächst einmal ziemlich mau. Kevin Lahn nach 35 Minuten verdribbelt sich hier an der TuS-Defensive. Und die Schengel machen hier weiter gut Alarm. Das ist Justin Klein, tankt sich ins Zentrum und der Abschluss mit seinem schwächeren linken Fuß. Sichere Beute für Safet Husic, der auch einmal in der Saison 18-19 die Raute der TuS Koblenz auf der Brust getragen hat. Die Schengel weiterhin griffig, bissig, gallig und mit Esmel, der Çenay schickt und der verzieht aus bester Position nach 41 Spielminuten. Ein absoluter Hochkaräter der TuS Koblenz, die hier weiterhin Dampf macht. Wieder Çenay und Esmel im Zusammenspiel. Diesmal ist Çenay der ballführende Spieler, macht das stark gegen Krämer und legt dann quer. In letzter Sekunde kann die grün gekleidete Defensive noch so gerade eben klären. Aber auch Engers mit ganz viel Offensivpower ausgestattet, kommen mit dem Abschluss von Stiefenhofer aus der zweiten Reihe, der so gerade eben noch abgefälscht werden kann. Engers bekommt die Ecke und auch die sorgt für Gefahr. Bast zunächst einmal mit einer guten Faustabwehr und dann die Hereingabe. Gefährlich, knapp am Tor vorbei, durchatmen bei den blau-schwarz gekleideten Schengeln. Einen haben wir noch in Durchgang 1, Vadim Semtschuk, ausgebildet in der Ukraine, Vollprofi und dann aufgrund des Angriffskrieges nach Deutschland gekommen, hat bereits in der ersten und zweiten Liga Ukraines gespielt und dann war erst einmal Pause. Die TuS Koblenz führt mit 1:0 gegen den FV Engers in einem hochklassigen, in einem intensiv geführten Fußballspiel, bei dem die Schengel nun mal einmal mehr das Tor getroffen haben als ihr Gegner. Demnach hochzufrieden können die TuS-Akteure in diesem Spitzenspiel sein. Engers kommt allerdings gestärkt aus Durchgang 2 und hellwach, Thilo Krämer bei diesem Einwurf aufgerückt von Semtschuk. Bast ist im kurzen Eck zur Stelle. 6 Minuten später, dann auch mal die TuS mit einem gefährlichen Angriff. Sentürks Hereingabe ist gut und Esmel aus nächster Nähe verpasst er hier den 2. Treffer des Tages, auch weil Safet Husic glänzend reagiert und den Ball noch zur Ecke klären kann. Die sorgt für Gefahr, Mand mit der Hereingabe und von der Brackes Kopfball kann von Safet Husic noch so gerade eben zu einer weiteren Ecke geklärt werden. Und jetzt schauen wir ganz genau auf Mohamed Recep, denn der wird von Stiefenhofer umklammert und fällt. Und es gibt 10 Elfmeter für die TuS Koblenz und die gelbe Karte für Marcel Stiefenhofer. Sicherlich eine diskutable Geschichte, aber Fakt ist, Stiefenhofer umklammert Recep und den fälligen Strafstoß trifft und verwandelt André Mandt, Mr. Zuverlässig, der hat noch nie einen Elfmeter im Dress der TuS Koblenz verschossen und verlädt auch hier Safet Husic zum 2:0 für die TuS Koblenz. Macht das richtig gut. Ausgeguckt nennt sich das Ganze.
Mit all seiner Routine und all seiner Klasse ist Mandt zur Stelle. Und die Antwort der Engerser, gute Stunde gespielt, kommt prompt mit Finkenbusch. Früh eingewechselt für den verletzt ausgeschiedenen Jonas Runkel. Gute Besserung an dieser Stelle, aber der Abschluss dann doch deutlich zu ungenau. Weiterhin macht Engers Druck, Flanke Finkenbusch und die TuS-Defensive muss in höchster Not klären. Auch dann können sie durchatmen, als Vadim Semtschuk es aus der zweiten Reihe probierte. 71 Minuten gespielt, mittlerweile Kurbashian neu in der Partie und Kurbashian macht es einfach mal gegen mehrere Gegenspieler richtig gut, tankt sich in den 16er. Der Abschluss allerdings aus Spitzenwinkel zu ungenau. Wingender, auch er ist neu im Spiel, schickt German Kurbashian wieder, tänzelt German Kurbashian unter anderem Leon Gietzen aus und dann fehlt erneut nicht viel, um Safet Husic zu überwinden. Die TuS macht das mittlerweile gut, hat Engers unter Kontrolle, auch der Kopfball von Recep wieder nicht ungefährlich. Engers dann noch einmal nach 89 Minuten mit dem Vorwärtsgang, der eingewechselte Kizikci mit dem Abschluss aus der zweiten Reihe, aber auch hier fehlte das nötige Abschlussglück. Letzte Aktion im Spiel, nach 94 Minuten noch einmal der Freistoß, aber da kann Jonas Bast allenfalls müde lächeln. Komplett misslungene Variante und am Ende steht er fest. Der 2:0 Erfolg der TuS Koblenz über den FV Engers. Dank Treffer von Esmel und Mandt und einer couragierten Leistung von jedem Spieler auf dem Platz bezwingen die Schengel in diesem Topspiel den FV Engers und untermauern die Tabellenführung mit 16 Punkten aus 7 Spielen und weiterhin nur 3 Gegentreffern. Das nächste Spiel gibt es für die TuS Koblenz dann am kommenden Samstag, ebenfalls im Stadion Oberwerth. Dann empfangen die Schengel um 14 Uhr den SV Gonsenheim. Wir sind die Black Blue Schengel Army und die TuS ist unser Verein. Wir sind die Black Blue Schengel Army aus Koblenz am Rhein.